Willkommen zu diesem Video. Heute geht's weiter mit der 1246. Folge von Dragons Aufstieg vom Berg. Wir bekommen heute erst einmal 35 Runen, nehmen die einmal mit, können dann hier aufs Kreuz gehen, haben 7 neue Angebote und 3 neue Events. Und hier hätten wir einmal nochmal einen neuen Spießrutenlauf und dann hier noch einmal die Eierfestjagd wird uns nochmal angezeigt. Aber das haben wir schon gesehen. Der Spießenlauf ist ein ganz entspannter 5-Kämpfe-Spießenlauf. So, wunderbar. Ich würde gerne wieder raus. Danke. Dann können wir einmal schauen. Wir haben hier erstmal die Eier. Die können wir schon mal einsammeln. Let's go. Und dann müssen wir mal gucken. Wir müssen ein bisschen Fisch wieder loswerden. Das machen wir am besten. Wir fangen gleich hier hinten an bei Steinwally, dass wir den schon mal ganz gut hochfüttern können. Und dass wir da keine Probleme haben. Das wäre auf jeden Fall schon mal relativ gut. Wir brauchen halt dafür jetzt auch nochmal ein bisschen mehr Fisch. Aber wie schon gesagt, das sollte an sich kein Problem werden. Wunderbar, ist ja schon mal auf dem nächsten Level. Braucht jetzt 14.000 Eisen, die kriegen wir auf jeden Fall zusammen, weil wir ja hier auch schon 5.000 allein durch 2 Drachen so circa haben. Und damit kommen wir hier auf jeden Fall richtig gut voran, was sehr, sehr schön ist. Dafür habe ich die ja auch hochgezogen, genau damit wir sowas machen können. So, du kannst los, dann kann der Kollege nochmal los. Und dann können wir jetzt schauen, wir brauchen noch ein bisschen mehr Holz. Das sollte auf jeden Fall machbar sein. Jetzt können wir erstmal kurz gucken, wie viel hast du gesammelt. 750 Millionen, das ist ja schon mal ganz gut. Sammeln wir erstmal hier noch das restliche Holz ein. So, wunderbar. Mhm. Gut, dann kann nämlich der Kollege wieder los. Dich hat man schon losgeschickt. Dann kannst du wieder ins Training für 14.000 Eisen. Wunderbar. Ein bisschen Holz haben wir noch. Das können wir jetzt natürlich auch noch einsammeln. Da ist noch die Frage, was wir jetzt damit noch machen. Weil wir, also gut, hier können wir noch welche losschicken. Gut, das Holz wird alle, aber der Fisch nicht. Den Fisch können wir nämlich nicht komplett einsammeln. Da, ja, ist das Problem, dass wir noch ein bisschen zu viel haben. Aber okay. Ohne Zahn hat uns sogar auch nochmal Fisch mitgebracht. Aber, gut, nee, warte, Fisch werden wir noch los. Wir haben ja hier noch welche. Stimmt, die hätte ich fast vergessen. Hallo? So, und dann können wir hier nochmal füttern. Dann kann der auch noch los. Dann können wir hier auch nochmal losschicken. Wunderbar, und du kannst nicht los. Genau, dann können wir jetzt nämlich hier einmal einsammeln. Kriegen damit jetzt einmal nochmal 670 Millionen Fisch. Und schon mal Flug zum Ausbrüten. Wunderbar, der dauert ein bisschen. Aber das ist ja in Ordnung. Wolkenwirbel können wir auch noch suchen. Erstmal wollte ich nochmal schauen, wie war denn das hier in den Sammlungen. War hier noch was oder nicht? Chinookböe wollen wir nicht. Schlammbauch wollen wir auch nicht. Hallo. Wieso hängt denn diese blöde Sammlung schon wieder? Ich verstehe das nicht. Das ist so weird. Na gut. Hier hat man noch nicht alles vollständig. Für das hat man alles. Das heißt, wir brauchen mehr davon. Und da könnten wir einmal hier hingehen für 119 Runen und die andere 8 Stunden. Reisesuche, was auch immer. Warte, jetzt gehen wir gleich direkt hier hin. Damit das nicht erst wieder eine Stunde laggt. So, und zwar hier. Manis Träne hier kostet auch 106 Runen. Na gut, dann können wir auf das andere gehen. Dann können wir auf das längere gehen, insofern hier mal irgendwas funktionieren würde. Weil die ganz kurze Reise brauchen wir auch nicht machen. So, komm, jetzt lauf endlich mal richtig. Spitze des Grauens brauchen wir nicht machen, weil da müssten wir alle 2 Stunden online kommen und das lohnt sich nicht. Und alle 10 Stunden ist dann schon eher so Tendenz, sage ich mal. Ich meine, klar, ich komme trotzdem nur alle 24 Stunden online. Aber an sich, ihr wisst, was ich meine. Sehr schön. Fisch können wir immer noch nicht ganz alles einsammeln. Da müssen wir gleich nochmal schauen. Jetzt können wir erstmal den Kollegen hier beschleunigen. Der kann schon mal wieder los. Let's go. So, hier können wir noch am Titanrad drehen. Mal schauen, ob es bei dir jetzt mal was wird oder immer noch nicht. Ja, wunderschön. Du bist Titan. Genauso, wie man das sehen will. So, dann kannst du auch schon wieder los. Let's go. Dann können wir hier auch noch am nächsten Glücksrad drehen. Und du wirst ganz knapp kein Titan. Sehr, sehr schade. Kannst aber auch wieder los. Dann haben wir hier noch Kotz und Wirk. Auch hier können wir noch einmal am Glücksrad drehen. Und schauen wir mal. Beziehungsweise, nee, hier können wir noch nicht am Glücksrad drehen. Hier können wir dich erstmal so wieder losschicken. Okay, sammeln wir hier den polierten Bernstein ein. Ich wollte die sagen, aber es ist nur einer. Lass mal den erstmal kurz chillen. Daweil können wir nämlich die anderen Legendären noch einsammeln.
Und da bekommen wir auf jeden Fall noch einen Bernstein mindestens mehr. Vielleicht sogar auch zwei, je nachdem wie es läuft. Ich denke mal aber eher nur einer. Ich schätze es zumindest. Gut, gehen wir hier rüber. Oh, hier können wir auch noch füttern. Wunderbar, da wären wir doch noch ein bisschen was los. Da können wir jetzt auch gleich den restlichen Fisch noch einsammeln, sobald wir wieder vorne sind. Erstmal können wir jetzt noch den grünen Tod hier einmal losschicken. Let's go. Dann können wir einmal zum brüllenden Tod. Wunderbar, kannst natürlich auch wieder los. Und dann haben wir hier noch den Immerflügler und du kannst auch wieder los. Sehr schön. So, dann einmal hier eingesammelt, gibt nochmal ein bisschen Fisch oben drauf, bisschen Holz. Dann können wir jetzt hier unsere 4 Jahreszeiten-Statuen einsammeln, bekommen hier noch einmal ein Markenpaket. Dann haben wir einmal ein Sommerpaket. Sommerpaket, meine Güte, Sommerstatue. Und dann hier nochmal ein paar Runen, wunderbar. So, dann hatten wir, ich glaube, soweit erstmal alle Drachen wieder los. Sieht ganz gut aus. Hier haben wir jetzt nochmal ein bisschen Holz und Fisch, das ist auch ganz in Ordnung. Können wir zum Beispiel den Kollegen schon mal nochmal losschicken mit Holz. Sehr gut. Dann können wir jetzt einmal hier zum Gratispaket Numero Uno gehen. Wir werden heute natürlich wieder probieren, 2 Gratispakete zu öffnen. Da müssen wir gleich mal schauen. Wir bekommen Sturmschneid, Gronkel, Rotes Gift und haben da nochmal ein bisschen Fisch, Holz und auch noch ein paar Runen. Wunderbar. Öffnen wir direkt das nächste Gratispaket. Let's go. So, dann öffnen wir einmal das zweite Gratispaket und hier bekommen wir dann noch einmal Gronkel, Knochenräuber, Sturmschneid und haben nochmal ein bisschen Holz, ein paar Runen, ein bisschen Fisch und hier auch noch einen Regenschneider. Aber den können wir gleich wieder freilassen, den brauchen wir nicht. Genau. So. Der Kollege ist in wenigen Sekunden wieder zurück. Bis dahin können wir schon mal hier reingehen, können hier nochmal die ganzen täglichen Aufgaben einsammeln und haben es sogar doch noch geschafft auf 2 auf 4, also doch 2 mehr sozusagen, weil wir konnten 2 machen. Jetzt können wir noch 2 mehr machen. Das heißt, 4 Bernstein gleich tauschen können. Das ist schon mal sehr schön. Dann können wir heute 2-mal verteidigte Berg machen. Das wird relativ easy. Das kann ich euch gleich zeigen, falls ihr es noch nicht wisst, wie es geht. Damit haben wir dann dort auch schon mal ein bisschen Fortschritt. Und jetzt dann losschicken wird jetzt eher schwierig, das heute noch alles hinzukriegen. Die restlichen Aufgaben hier eher auch. Gut, dann können wir einmal hier reingehen, haben jetzt hier noch ein weiteres Season-Geschenkpaket und schauen wir doch mal, was wir bekommen. Wir kriegen hier einmal ein bisschen Holz, Fisch, Bernstein und wieder ein Häuschen hier, sage ich mal. Das können wir mal hier hinstellen, wobei das hier echt bescheiden steht. Sehe ich einen Drachen kaum noch, steht hier besser. Aber leider wieder kein Drache. Also diese Season wirklich fast gar kein Glück bis jetzt. Ein bisschen sehr mies, aber okay. Wir haben hier jetzt noch was fertig bekommen. Sehr schön, wunderbar. Und jetzt fehlt uns noch der Kollege. Und den können wir uns sogar holen. Was gibt's denn da als Belohnung? 500 Runen. Und hier Stufe 1. Gut, hier Stufe 1 bringt jetzt nicht allzu viel, weil das ist halt nur, ne? Knochenräuber. Das könnt ihr aber mal gerne in die Kommentare schreiben. Soll ich mir Knabberhelm holen für 7900 Season-Währung? Damit hätten wir die erste Season-Sammlung komplett durch. Oder soll ich es lieber nicht machen? Die nächsten Season-Sammlungen wären dann einmal hier. Hier fehlt uns halt noch Frühjahrshäcksler und keine Ahnung, welcher der ist. Ich glaube Poch oder irgend so ein Drache. Hier fehlt uns noch der Seltene. Das könnte auch simpel werden, weil das hier kriegt man auf jeden Fall mal in irgendeinem nächsten Event. Und der hier, das würde funktionieren. Und dann das nächstbeste wären hier noch die Kollegen. Ja, das ist auch wieder ein bisschen schwierig. Das ist ein bisschen luckbasiert, vor allen Dingen bei den beiden. Den könnten wir jetzt auch in der Season kaufen. Weiß ich nicht. Schreibt es gerne in die Kommentare, ob ich mir diesen Kollegen jetzt kaufen soll oder nicht. Das müsst ihr mir einfach mal sagen. Wir können jetzt erst einmal Eret wieder losschicken für 4-mal tauschen. Wunderbar. Dann können wir jetzt einmal in die Events hier nochmal reinhüpfen und können hier den ersten Kampf starten und uns das Gratispaket mitnehmen. Da würden wir auf jeden Fall nochmal 9 Udinsmarken kriegen. Was nicht ganz schlecht wäre. Wäre jetzt auch nicht das Beste, aber also wäre schon angenehm für so nebenbei. Wir holen uns jetzt erstmal den Kollegen hier rechts weg. Das sollte relativ schnell gehen. Wenn wir Glück haben, reicht unser Knochenräuber schon aus. Wenn wir Pech haben, nicht. Aber mal gucken. Bis jetzt sieht es eigentlich ziemlich gut aus. Genau, wunderbar. Dann können wir einmal mit dem Skrill hier normal reingehen. Geben jetzt einmal die Schwäche von unserem Sturmschneid.
Und dann kriegen wir den Kollegen gleich als nächstes noch weg. Und da kommen wir auch schon in die nächste Welle. Haben in der nächsten Welle sogar direkt 4 Aktionspunkte. Mit unserem Sturmschnitt dann direkt 5 Aktionspunkte. Das ist sehr schön. Da können wir nämlich jetzt erstmal Schwäche geben. Dann mit dem Knochenräuber uns die Stärke holen und dann auf die Heilung von unserem Sturmschneid gehen. Das heißt einmal hier die Stärke. Skrill normal, wunderbar. Macht nicht allzu viel Schaden, nur ganz wenig, aber es ist in Ordnung. Und dann hier die schöne Heilung raushauen. Knochenräuber noch einmal normal und Skrill wieder einmal die Zweierattacke. Wunderbar. Sehr, sehr schön. Wir haben hier gewonnen. So, dann drehen wir am ersten Glücksrad. Hier bekommen wir einmal 157 Millionen Holz. Wunderbar. Dann drehen wir am nächsten Glücksrad. Hier bekommen wir dann noch ein weiteres Mal 157 Millionen Fisch. Auch ganz gut. Dann können wir hier einmal das Gratispaket mitnehmen. Das geht jetzt erstmal ins Postfach. Da können wir hier sogar gleich nochmal kurz rausgehen. Das auch direkt öffnen. Und dabei in dem Zug, weil wir jetzt sowieso schon mal draußen sind, können wir auch gleich nochmal Freiwald wieder losschicken, was auf jeden Fall auch nicht schlecht wäre. So, das hier nochmal, wunderbar. Und dann kriegen wir hier Freiwald gleich noch einmal los. Können dann jetzt nochmal alles an Holz und Fisch einsammeln. So, hier war niemand mehr zu füttern. Genau, ich könnte den Kollegen jetzt ins Training schicken. Will ich das oder will ich das nicht, ist die Frage. Wie viele Plätze habe ich denn noch im Training frei? 1, 2, 3, 4, 2 noch, okay. Das heißt, wir können auf jeden Fall den Kollegen mit reinschicken. Und was kostet ihr hier hinten jetzt nochmal? Also du musst nochmal gefüttert werden, genau. Du kannst auch ins Training, aber bist ja eben antrennen. Den anderen kriege ich nicht los. Ihr kostet mal wieder, ja, Eisen halt. Gut, wie war das bei dir? Du kostest auch Eisen. Du kannst halt noch mit ins Training. Baby Unzahn eher schwierig. Baby Tag schatten wir noch gehen. Achso, wie ist das hier hinten? Du bist da auch noch im Training gewesen. Genau. Damit wird nochmal ein Trainingsplatz voll. Dann haben wir hier noch ein Titanrad. Das darf ich natürlich auch nicht vergessen. Und du wirst sogar Titan. Let's go. Das ist doch schon mal sehr, sehr geil. Dann kannst du nämlich auch direkt gefüttert werden. So. Jetzt wird auch 54 angezeigt. Du kannst jetzt ins Titan-Training. Der könnte ins Training. Und du, aber... Oh, gehst sogar auch noch ins Titan-Training. Und die... Warte, wie viel Holz würdest du jetzt sammeln? 5 Millionen und mit dem Kostüm, welches du gerade anhast... Okay, eine Verfünffachung. Das heißt, ihr würdet auf 25 Millionen kommen und das 6 Stunden. Das wäre nicht ganz schlecht, ne? Müsste ich aber komplett hochziehen. 5300 Eisen, ein bisschen Holz. Na gut, gehst du erstmal los, das sparen wir uns ein bisschen Eisen. Das können wir die nächsten Tage sowieso noch gebrauchen. Dann gehen wir jetzt einmal wieder hier rein, starten den nächsten Kampf, können uns dann hier, ja, noch ein, was war denn dort jetzt für die Belohnung? Bernstein mitnehmen. Jetzt gehen wir erstmal auf den Kollegen, greifen mit unserem Sturmschnitt mit der Schwäche einmal an, gehen dann mit dem Knochenräuber normal rein und können dann noch mit unserem Skrill noch einmal normal reingehen. Das heißt einmal so, Knochenräuber normal, Skrill normal, damit ist der Kollege weg und dann können wir jetzt mit unserem Sturmschnitt hier noch einmal die Schwäche geben. Greifen mit dem Knochenräuber normal an, gehen dann mit dem Skrill normal rein. Und können jetzt mit unserem Sturmschnitt noch einmal auf die Heilung gehen. Das heißt einmal so. Wunderbar. Sind wir in der nächsten Welle. Hier gehen wir zuallererst einmal auf den Kollegen. Geben die Schwäche mit unserem Sturmschnitt. Greifen dann mit unserem Knochenräuber einmal normal an. Gehen mit unserem Skrill normal rein. Und dann Sturmschnitt können wir auch mal gar nicht die Schwäche. Doch, können wir die Schwäche und zwar auf den Kollegen raushauen. So, da gehen wir nämlich schon mal auf den Kollegen. Damit machen wir auf jeden Fall guten Schaden. Können mit unserem Skrill jetzt gleich die Dreierattacke raushauen. Und kriegen den damit auf jeden Fall schon mal weg. Let's go, das ist sehr, sehr schön. Und wir kriegen wieder 2 Glücksräder. So, dann drehen wir am ersten Glücksrad. Hier bekommen wir einmal wieder 450 Millionen Fisch. Wunderbar. Drehen wir direkt am nächsten Glücksrad. Hier gibt es dann noch ein weiteres Mal 337 Millionen Fisch obendrauf. Dann haben wir jetzt nochmal 500 Bernstein. Die können wir dann auf jeden Fall morgen ganz gut mit nutzen, um wieder zu tauschen. So, und da gehen wir einmal aufs Kreuz. Können jetzt hier nochmal das Holz einsammeln. Wunderbar, das Holz können wir auch noch einsammeln, aber es hätte nicht gereicht. Und dann kriegen wir den Kollegen nochmal los.
sind wir jetzt bei 8100 Eisen für heute beim Abschluss. Das ist gut. Und ich würde sagen, wir sehen uns im morgigen Video wieder. Bis dahin wünsche ich euch sehr viel Spaß und ciao, ciao, Leute.